können wir mit unserem königlichen Blut eventuell ein Boot herzaubern und uns nach Altissia begeben. Das wäre ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ich meine, wir könnten auch hinschwimmen. Ich habe zwar keine Ahnung, wie weit es weg ist, aber wir könnten es ja mal probieren. Verrostetes Metallstück. Nice. Heppa. Hey Papa. Hey Mama. Hey Junge. Hey Girlie. Weil man aus Altissia derzeit nicht wegkommt, meinen Quellen nach, hat Niflheim angeblich ein Embargo verhängt. Ihr müsst die Noctis-Truppe sein. Habe ich recht? Höchst erfreut. Mein Name ist Dino. Ja, als Reporter habe ich so meine Quellen. Vor mir bleibt nichts geheim. Von eurem Jagddebüt habe ich ebenfalls gehört. Ihr seid inkognito, oder? Keine Angst, ich halte dicht. Allerdings wäscht eine Hand bekanntlich die andere. Also ich weiß nicht warum, ich kann diesen Typen zum Tod nicht ausstehen, aber wir werden ihm natürlich zuhören, denn das ist für uns irgendwann später sehr lukrativ. Was liegt denn an? Sehr schön, du fackelst nicht lange. Gib mal deine Karte. Hab euch auf der Karte eine Stelle markiert, wo es Rohedelsteine gibt. Die brauche ich für meinen Zweitjob. Im Gegenzug versuche ich, euch ein Schiff für die Überfahrt klar zu machen. Oh, und meinen Mund zu halten, natürlich. Legen heute wirklich keine Schiffe ab? Nein. Anscheinend lassen sie niemanden. Also den Typ kann ich wirklich... Der Typ hat uns ja direkt erkannt. ...nicht ausstehen. Naja, wir verheimlichen es auch nicht wirklich. Er meinte, er sei Reporter. Wenn wir einen Artikel über uns vermeiden wollen, sollten wir uns gut mit ihm stellen. Moment. Warum willst du mir sagen, er erpresst uns? Ja, tut er. Wie gesagt, ich kann diesen Typ auf den Tod nicht ausstehen. Ich weiß nicht warum, aber sein Gesicht gefällt mir einfach schon nicht. So, und jetzt kommen wir zu einer netten Nebenquest, die wir starten möchten. Mit dieser Miau. Genau. Rede. Eine Katze. Was ist? Gehst du spazieren? Hast du dich etwa verlaufen? Dann hast du bestimmt Hunger. Hunger also? Verstanden. Warte mal eben. Jungs, wir müssen hier irgendwas suchen. Futter, meinst du? Du könntest was angeln. Gute Idee. Das machen wir. Also ihr macht schon mal gar nichts, weil das Angeln muss ich ja tun. Ein Makrelenfilet besorgen. Nice. Mau. Wir haben natürlich keine Makrele, aber wir werden uns, denke ich, eine schnappen. Aber ich möchte vorher erstmal mit dieser Tuse da quatschen. Ist der Typ schon wieder so unfreundlich zu mir? Oh mein Gott, der hat sich geklont. Alter! Das müssen einige Zwillinge sein. Rede mit mir! Willkommen zurück. Oder kann ich mit ihr jetzt Was noch gar nicht reden? Sie gerne bestellen? Okay. Ich dachte, weil normalerweise gibt sie uns ja die Aufgabe. Okay, alles klar. Gut. Also, unser nächstes Ziel ist, zu Mineralvorkommen zu kommen. das werden wir dann... Hallo, Schnecke. Das werden wir natürlich tun. Aber, bevor wir das tun, werden wir, denke ich, als erstes mal eine Runde angeln. Denn wir möchten diese Quest erledigen. Wir sind ja ein tierlieber Mensch, ja, wir sind ja ein tierlieber Noctis und sind total affig gegenüber Menschen. Total pussig, was Massagen angeht. Aber das macht dir nix. So, jetzt ist gerade meine Überlegung, weil es schon wieder etwas dunkler wird, aber upsala, sollte eigentlich kein Problem sein. Wir probieren es einfach mal. Dass wir dem armen Kätzchen ein Makrelchen angeln. So. Jetzt muss ich gerade gucken, habe ich alles, was ich brauche? Zum Küstenfischen hier?
Also, wir brauchen auf jeden Fall einen Köder, der Makrelen anzieht. Und das ist hier der Chocobo-Köder. Davon werde ich mir mal 3 Stück kaufen für den Fall. Eine Angelrute und Angelschnur habe ich hier. Von dem her brauchen wir das nicht. Und jetzt gehen wir einfach mal Noctis seinem geheimen Hobby nach. Obwohl, geheim ist es ja nicht, wenn jeder es weiß. So, wir brauchen eine Makrele. Ich gehe mal davon aus, dass diese gelben Dinger Makrelen sind. Ich bin ehrlich gesagt, ja, das Angeln ist schon ein ziemlich komplexes Minispiel hier. Ich werde es allerdings nicht in dem Ausmaße fabrizieren, wie es sich vielleicht andere wünschen würden. Ja, es ist eigentlich relativ simpel. Wir müssen... Ja, ist doch gut jetzt, Alter. Wir müssen immer in die Entgegen... Also in die Richtung quasi ziehen, wo uns der Cursor eben hinzeigt. Und gleichzeitig ein bisschen die Schnur einziehen. Damit wir den Fisch eben an die Leine bekommen. Okay, dieses Viech ist mir ein bisschen zu aggressiv von der Makrele, wenn ich ehrlich bin. Auch später gibt es doch... harte Brocken, die man quasi an die Angel. Kriegen muss. Ja gut, das war jetzt hier. Kinderspiel eigentlich. Wow, was für ein fetter Brummer! Und Ignis hat einen. Eine Makrele vom Grill hat er nun gelernt. Ja, ja, ich habe einen Fisch gefangen. Sehr gut, so. Ja, ja, Alter, diese ganzen Hinweise. Fickt euch. Nein! Ich möchte nicht mehr angeln. Och, Leute. Ja, aufhören zu angeln. Steck sie weg. Oder warp sie weg oder whatever. So. La, 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 la. Oh. Hier hat jemand was verloren in den sandigen Sanden. Eine Sternenmuschel. Nice. So, ich werde jetzt kurz pennen gehen, dann sehen wir uns gleich. So, jetzt haben wir... Ach, Moment. Ich bin dumm. Jetzt haben wir uns eine Makrele gefischt, das heißt, wir können es der Katze geben, aber schauen wir mal, ob sie es mag. Hier, frisch für dich gefangen. Wie? Magst du etwa keinen Fisch? Dann sehen wir mal, ob es im Restaurant was für dich gibt. War es etwa alles umsonst? Haben wir die Makrele umsonst aus dem Wasser gezogen und sie getötet? Weil jede Katze würde wahrscheinlich schnurrend über den Fisch herfallen. Aber nein, sie ist eine exquisite Katze. So, jetzt müssen wir mit der Tuse hier labern. Jawohl. Haben Sie vielleicht was, das einer Katze schmeckt? Erlauben Sie sich einen Spaß mit mir? Wie? Was? Nein, also, da ist so eine Katze. War doch bloß Spaß. Ich weiß Bescheid. Die kleine Mieze ist unsere beste Kundin. Es gibt nur ein Problem. Mir ist nämlich in diesem Augenblick ihr Lieblingsfisch ausgegangen. Um die Kleine zu füttern, müssten Sie mir also selbst einen davon besorgen. Ja, wie gut, dass ich schon einen gefangen habe. So, und da wir das jetzt getan haben, bin ich mir gerade nicht sicher, ehrlich gesagt. Aufgabe. Gute Arbeit. Haben Sie bitte ein Weilchen Geduld. Sie haben wirklich ein gutes Herz. Aber seien Sie vorgewarnt, Katzen sind sehr anhänglich. Und vor allem echte Gourmets. Das habe ich auch schon gemerkt. Die lassen sich nicht mit billigem Essen abspeisen. Hier, fertig. Bringen Sie es zu ihr. Ein Kok... Kokturas Katzenschmaus, yeah! Koktura heißt wohl die Tuse, nehme ich an. Okay, sehr gut. Wir haben die Christian Rach unter den Katzen gefunden. Die Christian Rach, genau. Der Christian Rach. Den Christian Rach unter den Katzen. Nur ohne lästiges Herumgefummel. Hahaha, okay. Und schmeckt's? Oh ja. Verwöhnte Diva. Ja, das war gerade der Richtige. Ich glaube, sie mag dich. Nice. Vielleicht lässt sie dich nie mehr gehen. Eine klammernde Frau kann einen den letzten Nerv kosten.
Und wir haben eine Drachenschuppe aus ihrem Essen gezogen. Mau. 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 So, sehr gut. Damit hätten wir diese kleine, lustige Nebenquest auch erledigt. Interessant, interessant. So, wir werden uns jetzt aber... endlich zum Mineraldepot begeben. Wir möchten nämlich schauen, was es denn dort gibt. Gibt es dort überhaupt irgendwas? Werden wir Rohedelsteine finden für den suspekten Dino? Er ist wirklich suspekt. Darf ich jetzt eigentlich mal fahren, oder? Nein, darf ich nicht. Das ist schade. Ja, wir möchten da hochfahren. Hier kann ich mich offscreen dann mal um die ganzen Ressourcenplätze kümmern. Ja, wir fahren jetzt erstmal da hoch. Neuer Tag, neues Glück. Ja, auf geht's. Ich meine, das Gute an dem Regalia-Typ D ist ja, er macht Spaß beim selberfahren. Ich hätte wahrscheinlich Ignis sein Angebot im letzten Video nicht ablehnen dürfen. Im vorletzten Video, Verzeihung. Absolut kein Respekt vorm Königshaus. Aber echt, wir sind faktisch Laufburschen. Hier draußen sind Ränge und Namen nicht viel wert. Besser als das Gehabe bei Hof. Naja, kommt drauf an, ne? Ich meine, wenn irgendwas für mich rausspringt, ist das ja nice. Also sage ich ja nicht nein. Auch wenn ich Noctis die Oberpussy bin. Der Typ ist einfach manchmal schlimmer wie ein Mädchen. Das muss man einfach so sagen. Wir haben Fongo Ongo gefunden. Er ist aus Final Fantasy 8. Direkt hierher. Gefongot. Ongot. Ich weiß, der war schlecht. Es tut mir leid. Ich bin heute nicht auf der Höhe. Ist das der Ort, den Dino meinte? Glaube schon. Sehen wir uns mal etwas um. Okay, gehen wir zu Fuß weiter. Doch was wird uns erwarten an dieser doch sehr suspekten Stelle? Ich meine, es gibt zwei Sachen über Dino, ja. Wir können erstens nur hoffen, dass er kein Reporter der Bild-Zeitung ist. Weil das wäre doch ein bisschen faktisch unklug. Und dann können wir nur hoffen, dass er wirklich... gute Absichten hat, was die Rohedelsteine angeht. Ich meine, er könnte Steindealer sein oder so. So, wir erstmal die ganzen Ressourcen hier abklappern. Die Gegner, die jucken mich gerade nicht. Eos-Erbse. Oh ja, die habe ich, glaube ich, auch gebraucht für irgendwas. Also man braucht... faktisch alle Zutaten, die man eigentlich findet, aber ich wollte irgendwas kochen, glaube ich, und dann ging es nicht, weil die Erbsen gefehlt haben. Ist natürlich nice. Dann gucken wir doch mal, ob Rohedelsteine tatsächlich einfach so irgendwo auf der Weltkarte rumlungern. Oh, hier gibt es wieder... Lack. Lack. Oh oh. Sag mal, müssen wir da hin? What the hell? Hör bloß nicht auf. Na, Kamera, warum? Das Viech haben wir doch schon mal gesehen. Meine Güte, was für ein Riesenmund. Ja. Jetzt können wir tatsächlich nur hoffen, dass er nicht aufwacht. Oder dass er mit seinem Hintern auf den Edelsteinen sitzt. Das wäre natürlich auch nicht schön. Ah, wir haben sie. Das sieht nach einer Ader aus. Rohgranate erhalten. So, und jetzt? Nichts wie weg hier. Oder auch nicht. Wow, was für ein majestätischer Anblick. Nice. Wusch. Weg ist er.
Ja, weg ist er. Das war heftig. Ich hab schon das Gesackkraut von unten gesehen. Eindeutig ein paar Nummern zu groß für uns. Dieser Einschätzung schließe ich mich an. Ignis, du bist so scharfsinnig wie eh und je. Aber ist gut, dass er seinen fetten Anus hier wegbewegt hat. Dann kann ich nämlich den ganzen Stuff hier noch kurz einsammeln, bevor wir da wieder zurückfahren. Es sei nur mal so viel gesagt, wir werden dieses Viech noch ein paar Mal sehen. Was für eine hübsche Farbe. Okay, gut. Für alle, die das Spiel nicht kennen, es war natürlich nicht beabsichtigt, dass man hier gegen dieses Viech kämpfen muss. Das würde wahrscheinlich auch nicht gut ausgehen. Es sollte wahrscheinlich nur so ein bisschen, wow, what the fuck, so ein, ja, WTF-Moment auslösen bei den Spielern. So nach dem Motto, was, fuck, Alter, nein. Der Wind aber ist echt ja. Angenehm. Ja, das stimmt. Ja, nicht mit mir. So, jetzt haben wir seinen Rohedelstein. Ich habe keine Ahnung, was er damit machen will. Ob er sich's als Liebeskugel anal einführen möchte. Ich weiß es nicht. Das ist mir eigentlich auch relativ bums. Aber wir werden jetzt zu Dino zurückfahren. Alter, immer diese Raser hier. Wie guckst du hier? Menschen auf der Fahrbahn. Bitte seien Sie vorsichtig. Das ist im Feierabendverkehr, hä? Schlimm. Was steht hier? Saul-Händschlucht. Okay. Na, besser wie die Sau-Hund-Schlucht. Okay. Ja, fahr mal weiter hier. Lasst nichts liegen. Okay. Nein. So, los geht's. Aber für so einen riesen Gefährten ziemlich kleinen Wendekreis. Muss man dem Auto schon lassen, ne? Achso, ja, wir haben übrigens die Möglichkeit, Radio zu hören, ja. Wir haben viele verschiedene Lieder, viele verschiedene Playlists, die man hier abspielen kann. Unter anderem auch den Original-Soundtrack von Final Fantasy Vorgänger. Was ziemlich nice ist, wenn ich ehrlich bin, wie zum Beispiel hier, ja, sehr bekannt, Matoya's Cave. Oder das Battle-Theme. Die muss man sich allerdings, ja, kaufen. Hier zum Beispiel Final Fantasy 2 Soundtrack. Also, finde ich schon ein ziemlich geiles Gimmick, dass man eben auch, ja, so ein bisschen in Nostalgie schwelgen kann. Ich meine, wer kennt es nicht, ja? Da wären wir. Final Fantasy Playlist auf dem Stickladen oder aufs Handy und dann im Auto rauf und runter laufen zu lassen. Ich meine, muss einfach sein, ne? Ja, Dino. Das war einfacher wie angenommen, möchte ich meinen. Wenn wir jetzt allerdings Dino den Edelstein geben, haben wir die Möglichkeit quasi das ja, Spiel storytechnisch voranzutreiben. Was ich allerdings noch nicht machen möchte. Ich würde mich dann, ja... Willkommen am Galdin Kai. Denke ich auch dann fast schon verabschieden. Oh. Warum ziehst du nicht die Jacke aus? Offscreen noch ein paar Sachen machen, bevor wir uns dann ja storytechnisch weiterbegeben. Denn da gibt es im nächsten Part ein bisschen mehr Story wie die letzten drei. Hi. Die nur den Rohedelstein geben. Pff, wer bin ich denn, Alter? Soll einen doch selber holen, der Flachwichser. Gute Arbeit, Jungs. Tut mir leid wegen der Umstände, aber ich musste einfach an einen dieser Steine kommen. Wisst ihr, ich betreibe nebenbei nämlich noch einen kleinen Accessoireladen. Da kommt mir der Klunker gerade recht. Als Entschädigung gibt's auch eine kleine Info. Das Geschenk des Fremden ist eine Gedenkmünze zum Amtsantritt der Kanagi. Der schrille Typ hat noch mehr davon verteilt. Könnte zum Imperium gehören. Und zum Abschied noch ein Werbegeschenk. Beehrt mich bald mal wieder, okay? Wenn das wirklich eine Gedenkmünze ist, käme nicht jeder so einfach dran. Ein ziemlich stattliches Taschengeld. Wir könnten es in ein Zimmer investieren, wo wir schon hier feststecken. Legen heute wirklich keine Schiffe ab?
Es wäre natürlich nice, wenn ich es in ein Zimmer investieren könnte. Und zumindest in ein Zimmer, was ich haben möchte. Ja, oh ja, hoffentlich öffnest du deinen Hafen für mich, werte Lady. So, wie gesagt, wir müssen die... Geht mir doch mal aus dem Gesicht, Jungs. Ja, wenn wir jetzt mit Dino quasi weiter qualantieren, dann werden wir eben storytechnisch weiter vorangeprügelt. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte noch ein bisschen offscreen ein paar Dinge machen. Ich habe nämlich noch ein paar Ressourcen auf der Karte zu machen. Dann habe ich hier noch ein paar Jagden, die ich eventuell noch machen möchte. Und ein bisschen Geld möchte ich farmen, weil ich möchte doch gerne hier übernachten, bevor es weitergeht, um ein paar Level zu gainen. Und ja, dann gucken wir mal, wie es dann weitergeht, würde ich sagen. Das ist ja alles relativ nah hier, ja, das könnten wir alles tun. Ich meine, ich könnte jetzt auch noch ein bisschen angeln gehen, wenn ich Bock habe, aber eigentlich nicht. Okay. Naja, was soll man sagen? Es lohnt sich tatsächlich, Taoti-Krallen zu farmen, ja. Ich meine, ich hatte ja jetzt 99 Stück, das ist gut, denn wir können sie für 90 Gil pro Stück verkaufen und somit habe ich jetzt einen Gesamtgeldwert von 12.000. Ich habe noch ein bisschen Kruscht eingesammelt und ich möchte jetzt hier übernachten gehen. Denn, wie gesagt, ich habe mir extra ein bisschen EXP angesammelt, damit ich dann quasi hier übernachten kann und aber vorher den Stufenstopper bitte abrüsten, weil sonst wird's blöd. Ja, keine Ahnung, irgendwas. Sonst wird's nämlich blöd und wir haben das ganze schöne Geld umsonst verprasst. So, und wir bekommen... Darf's ein Zimmer sein? Es ist mitten am Tag. Satte... Ich bin trotzdem müde. Halt die Klappe, Gladio. Es ist satte... Die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten, die mir hier gut geschrieben wird. Deswegen liebe ich dieses Hotel. Und gerade am Anfang, wenn man wirklich leveln möchte ein bisschen, kann man hier gut pennen. Und jetzt schaut euch an, wie die Level-Ups nur so fallen werden. Ich meine, so viel habe ich jetzt auch nicht gesammelt, aber wir werden mit Sicherheit auf ja, Stufe 14 kommen. Was ja doch, denke ich, schon ganz gut ist. Yeah! Nice! Ja, Gladius überleben, stufiges. Was haben wir denn für schöne Fotos? Oh, sexy Hexy. Der Nachdenkliche. Der Vorsichtige. Du bist begabt, Prompto. Der Chillige. Ignis, sei nicht so selbstverliebt. Das hast du jetzt nur gesagt, weil du Fotos von dir gesehen hast. Watch my back. Watch my tits. Okay. Sehr gut. Das war eigentlich das, was ich hier erreichen wollte, jetzt auf Level 14. Das ist schon mal sehr gut. Das gibt uns schon mal einen ordentlichen Stärkeboost, möchte ich meinen. So, jetzt können wir unseren Stufenstopper wieder ausrüsten, denn jetzt möchte ich wieder von vorne EXP farmen. Wie sieht's aus jetzt hier? Stärke technisch? Boah, okay. Boah. Könnten ihm eigentlich auch eine vierte Waffe ausrüsten. Ich glaube, wir werden tatsächlich Sarahs Kurzschwert ausrüsten, weil es doch ein bisschen einen HP und einen Stärkeboost gibt. So. Und als nächstes möchten wir uns den restlichen Part des Videos, weil, wie gesagt, storytechnisch möchte ich jetzt noch nicht weitermachen. Werden wir uns ein bisschen um die Schrecken der Sonnenanbeter kümmern. Man kann gleichzeitig bis zu 10 Jagdaufträge annehmen, das finde ich auch ziemlich nice. So kann man einen nach dem anderen abklappern. Man kann... Gut, die zwei sind Stufe 17, die lassen wir erstmal noch, die machen wir später. Riskieren Sie nicht zu viel. Yo. Man kann allerdings auch diese Jagdaufträge immer wieder machen. Man kann sie wiederholt quasi dann tun und ja, kriegt dann eben dementsprechend minimiertes Taschengeld, sage ich jetzt mal. Nur bei der ersten erfolgreichen Jagd bekommt man die vollen EXP und die vollen Gil. So. Weil wir möchten in diesem Part ja auch noch mal ein bisschen kämpfen, möchte ich meinen, weil sonst ist es ja doch etwas zu langweilig. Man muss auch dazu sagen, es ist natürlich jetzt am Anfang jetzt ja nicht ganz Open-World-mäßig, ja, das Open-World kommt noch auf jeden Fall.
aber man hat jetzt am Anfang nicht so die grandiosen Möglichkeiten, irgendwas zu tun, bis zum nächsten Story-Event. Und ja, deswegen müssen wir uns mit Kleinigkeiten ein bisschen über Wasser halten, würde ich sagen. Aber wir haben ja alle Zeit der Welt. So, die Blutscheren, um die wir uns jetzt kümmern müssen, sind sehr garstige Biester. Los geht's. Gehen wir vorwärts. Denn es sind Krabben. Und Krabben sind sehr lästige Gegner in diesem Spiel, möchte ich meinen. Doch ich werde sie mit meinem Brennare, oder wie auch immer dieses Schwert heißt, zermalmen. Glocken parieren. Jawohl. So, und jetzt heißt es, ab dafür. Fuck you. Gerade bei den Gegnern ist es, upsala, sehr wichtig, immer von hinten anzugreifen. So, und Gladius Sturm ist natürlich sehr effektiv gegen diese Gegner. Denn es durchbricht die Verteidigung wie Butter. Fuck, wenn ich treffen würde schon, ja. Okay, das macht gar kein Damage, sehe ich gerade. Parieren, fuck. Eher ins Gesicht, Alter. Bam. Niedergeworfen, sehr gut. Prompto, gib dein Übriges. So sieht's aus. Ich mach nicht sonderlich viel Damage mit dem Schwert, muss ich sagen. Das war der falsche Gegner. Oh, aber einer ist gleich down, wie ich sehe. Und zwar genau jetzt. Sehr gut. Bam, Alter. Fuck you! In your face, bitch, Alter! Los, vorwärts! Ja, ja, genau du! Was ist denn bei dir schiefgelaufen, ey? Was ist bei dir schiefgelaufen? Prompto, machst du Foto, bitte! Schade, okay. So, das war jetzt eine, ja, mehr oder minder erfolgreiche Jagd, möchte ich mal meinen. Wie sieht da Sarahs Kurzschwert aus? Gut, das Tachyon-Schwert ziemlich abgespaced. Sarahs Kurzschwert, boah, ziemlich lash, ehrlich gesagt. Die Motorklinge ist natürlich ziemlich geil, ja. So, dann werde ich das mal kurz abgeheben, mir die Belohnung einkassieren und dann möchte ich diesen Part für heute beenden. Und im nächsten Part, das verspreche ich euch und ihr wisst es auch, jeder, der das Spiel kennt, gibt es Story. So, und jetzt erhaschen wir noch kurz einen Blick auf das Mob-System in diesem Spiel. Yeah! Nicht schlecht. Ich weiß. Und wir sind auf Stufe Rang. Was laber ich, Alter? Wir sind auf Jägerrang 2 aufgestiegen. Yeah! Fährtenleser. Was uns nochmal eine Prämie in Form eines Titanreifes beschert. Und wir vor allem auch später Zugang zu etwas, ja, höherklassigeren Jagden haben, sage ich mal. Gut, das werden wir später machen. Das ist jetzt vom Level her noch nicht ganz so ausgereift. Aber im Endeffekt funktioniert das so. Man kann das, wie gesagt, jedes Teil wiederholen und kann dementsprechend die Belohnungen wieder einkassieren, aber das interessiert mich momentan nicht. So, ich habe einen Titanreif bekommen, der müsste meine HP erhöhen. Ist natürlich besser wie der Bronze-Reif. Ich auch. Wie wär's mit uns zwei? Ignis, schau mich nicht so verurteilend an. Hör auf damit. Lass es. So, und jetzt habe ich eigentlich momentan eher wenig zu tun, weil, gut, die ganzen Ressourcen abklappern ist jetzt nicht das dramatisch Wichtige, möchte ich meinen. Deswegen werde ich jetzt speichern. Und wir sehen uns dann im nächsten Part Final Fantasy 15 wieder, wenn es heißt Let's Play. Und wir werden dann ein bisschen, ja, mit Dino konversazieren, das Wort habe ich mir ausgelassen, tut mir leid, und schauen, inwieweit es denn, ja, storytechnisch weitergeht in diesem Spiel. Bis dann, vielen Dank fürs Zusehen, liken, kommentieren. Ciao.